Servus Community. Ja, wir begeben uns heute auf jeden Fall zur Tankstelle, nachdem wir in der letzten Folge ja einiges hergebracht haben. Viel zu wenig, weil die braucht einfach viel. Wir können sterben, aber sie braucht viel. Das ist einmal ganz wichtig. Vorher sagt sie uns nichts von Astrid. Kann ich dich anzünden? Nein, wäre natürlich ein Blödsinn, sorry. So, und wir begeben uns jetzt direkt zu der Tankstelle und werden einmal schauen. Eine Axt haben wir auch gefunden, das heißt, ich hoffe, wir können sämtliches Mobiliar zerstören, was wir so finden. Wir müssen, das heißt, praktisch noch einmal rein in die Häuser, was wir schon untersucht haben, und alles zusammenhauen, weil die will haufenweise Brennholz und haufenweise Essen. Das Ganze wird sicher noch eine Zeitl dauern, bis wir hier von Milton wirklich wegkommen. Kann man gut vorstellen, dass das nächste Ziel diese Kirche ist, die wir da gesehen haben. Aber jetzt werden wir mal Richtung Tankstelle laufen gehen. Wir haben auch Gewand gefunden, ja. Das heißt, auch das ist nicht so schlimm. Wir sollten immer so schnell unterkühlen. Theoretisch. Praktisch sehe ich gerade durch diesen Schneesturm, dass wir massiv schnell unterkühlen. Aber wir haben den Magen voll. Wir haben genug getrunken. Wir sind ausgeruht. Wir sollten es bis zur Tankstelle überleben. Meine lieben Leute, wir sollten. Wenn ihr euch an die erste Folge erinnern könnt, da war es mit dem Überleben nicht so weit her. Erste, zweite Folge war eher Dauersterben angesagt. So, die Tankstelle dürfte das da hinten sein. Schauen wir mal, ob dem wirklich so ist. Ja, er ist halt auch nicht der Schnellste. Ich crouche auch nicht, also ich gehe ganz normal. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das heißt eigentlich, obwohl er eigentlich jetzt wieder gut beieinander ist, ist er nicht der Schnellste. Also bei der Olympiade können wir mit ihm nicht teilnehmen. Das wird nicht funktionieren. Ein Wolf sollte uns auch nicht nachlaufen. Die Chance wegzukommen ist gleich null mit ihm. Holz wäre da genug. Mit dieser Axt könnte man da vielleicht ein bisschen Bäume klopfen. So. Ich höre in der Ferne schon Wölfe. Schön. Oder auch weniger schön. So. Vielleicht finden wir da endlich das, was wir suchen. Oh, da sitzt einer. Der will sicher auch was. Well, another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Who are you? I'm nobody. But you can call me Methuselah. I'm here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. It's a town of the old world, discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed.
Looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken, and it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? Huh? No one thought the world would end this way. But how could they not have seen it? It's probably just the storm. Power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be back to normal. Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running? People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished, but you'll have to live with what remains. Go safely, and good luck to you. I hope you find what you're looking for. Die sprechen ja alle in Rätseln. Das ist echt der Hammer. Der erzählt da irgendwas von der Apokalypse. Der sagt, der Typ ist vertraut. Irgendwie glaube ich, entweder träumt er das alles nur. Oder es war, nachdem die Autos nicht mehr fahren, ja, könnte das natürlich ein Effekt einer Atombombe gewesen sein oder so. Wäre möglich. Nuklearer Winter oder so etwas. Oh, viel Altholz für die Alte. Das macht Freude. Ich glaube, das müssen wir alles geben. So ungern ich wirklich alles hergebe. Die Zünderbündeln wird es auch brauchen natürlich. Wir müssen sie auf jeden Fall was behalten. Alles können wir nicht geben, aber das meiste werden wir hergeben müssen, schätze ich. Aber da ist wirklich viel. Also in Wirklichkeit, ja, muss man ehrlich sagen, würden wir uns mit so vielen Lebensmitteln jetzt selbst am Weg machen. Und die Sache hätte sich. Aber wir können natürlich alte Leute auf keinen Fall zurücklassen. Zum Sterben, das tut man nicht. Obwohl, die klingt ehrlich gesagt auch so, wie man es für sie schon durch wäre, das Leben. Okay, das Holz könnte man ja, glaube ich, bald zusammen haben.
Das Brett. Geschichte des Zusammenbruchs, Teil 1. Mitte des 21. Jahrhunderts tobte die Weltwirtschaftskrise, die durch eine andauernde politische Instabilität in den USA und Europa begünstigt wurde. Dies führte zu Unbeständigkeit auf den Finanzmärkten und plötzlichen katastrophalen Zusammenbruch des nordamerikanischen und speziell kanadischen Banksystems. Auf einen Schlag wurde die kanadische Währung wertlos, was eine Superinflation des US-Dollars auslöste. Infolgedessen verlagerten sich alle Handels- und Wirtschaftsaktivitäten auf den chinesischen Yuan und Kryptowährungen wie Bitcoin. Das wirtschaftlich geschwächte Kanada wurde unter finanzieller Aufsicht der nordamerikanischen Wirtschaftszone gestellt. Das Kanada als eine Art Protektorat des größeren US-basierenden Wirtschaftsblocks behandelte. Ab diesem Zeitpunkt konzentrierte sich die Mehrheit der wirtschaftlichen Aktivitäten auf die ohnehin schon dicht besiedelten Stadtgebiete Kanadas. Kleinere ländliche und abgelegene Regionen wurden quasi abgeschnitten. Ohne lokale wirtschaftliche Versorgung, die für diese Gemeinden überlebensnotwendig war, ließen viele Menschen ihre Heimat zurück und flohen in der Hoffnung auf eine stabilere Wirtschaftslage in die Stadtgebiete. Nun ja, das dürfte wirklich... Was? Alter, du kannst nichts ablegen. Ich muss das nehmen. Wir brauchen das alles. Keine Chance. Das dürfte zu einem Zeitpunkt... Okay, benötigt Brecheisen. Das haben wir noch nicht. Die brauchen wir auch nicht. Das dürfte echt zum Zeitpunkt spielen, wo irgendwie durch die Wirtschaftskrise alles kaputt wurde. Okay, scheinbar wird es jetzt finster. So Junge, ich muss weiter, ich muss jetzt zurück. Es ist natürlich wieder finster. Die Story kann wirklich noch sehr interessant werden und ist auch schon teilweise interessant. Sehr mysteriös, das gefällt mir total gut. Was mir weniger taugt, ist einfach... Oh. Sturmlaterne. Oh, das gefällt mir. So, jetzt bringen wir, schauen wir, dass wir da retour kommen und bringen ihr viel Zeugs. Oder sterben beim Versuch. Wir wissen es noch nicht genau. Nur die Leute da sind total mysteriös. Keiner sagt klipp und klar, was Sache ist. Ob Astrid durchgekommen ist, möglich, wir wissen es nicht. Diese Schreie kann jeder gewesen sein. Die Alte hat sie nicht gesehen. So. Fülle den Kühlschrank der Alten. Ich habe so viel Lebensmittel gefunden. Was für eine Freude. Ich würde echt normalerweise locker jetzt weiterkommen.
die brauchen wir derweil nicht, das ist eh noch hell. Ja, da geht jetzt, glaube ich, geht er so langsam, das verstehe ich schon, weil wir wirklich viel Zeugs mit haben, aber da müssen wir jetzt durch. Jetzt haben wir ja die Hacke, das heißt, wir können auch in die anderen Häuser sämtliche Möbel und Kisten zerhacken. Das Heizmaterial sollten wir eigentlich für die Alte schnell zusammenbekommen, obwohl es viel ist. Beim Essen bin ich mir nicht so sicher. Weil egal wie wir es drehen und wenden, wir brauchen auch was. Und ganz ehrlich, ich habe nicht vor, wieder mit Steine auf Kaninchen zu schießen. Da kriege ich wirklich die Krise. Auch wenn ich da schon wieder Steine sehe. Ach Gott, der Hunger geht runter. Gut trinken ist kein Problem, haben wir genug. Und das Haus ist auch nicht mehr weit. Wir müssen untertags wirklich, trotzdem wenn alle Häuser drin waren, müssen wir nochmal rein, weil die Axt haben wir erst später gefunden. Die Wölfe, ich hoffe, da greift mich keiner an. Das würde man sicher nicht überleben. Was haltet ihr so von dem Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Find ist ein bisschen anderer Survival-Titel mit ein bisschen einem anderen Ansatz. Story macht Lust auf mehr. Manche Dinge sind grenzwertig, muss ich ehrlich sagen. Ärgert mich auch tierisch. Weil zum Beispiel die Sache, du fühlst jetzt alles an, solltest eigentlich nach Astrid finden, suchen und ja. Wir haben dann im Endeffekt wieder nichts. Da bin ich überzeugt davon. So. Was? Das waren gerade mal 9 Kilo. Diese Bücher, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir 10 Kilo von 60. Wir müssen da wirklich das ganze, dieses ganze Dorf müssen wir praktisch zerstören mit der Axt. Dass die genug zum Heizen hat. Das ist ja unmöglich. Kann ich nicht die Wohnung da zerstören, ihr Haus? Surrounded by snow, nothing to drink. Neun Kilo 50. Also das ist schon ein bisschen hammerhart, ja. So viel Essen habe ich gar nicht gefunden. Das muss ich wirklich alles essen, der geben.
Ja, ist noch immer finster, ja, wie gesagt, Milton, 100 Jahre finster. Die Nacht dauert hier sehr lange. Trinken ist kein Problem, es gibt genug WCs mit Wasser. Essen nervt mich total. Weil eigentlich müsste ich hier alles reingeben. Du nervst total, weißt du das? Du nervst so unendlich. 10 Kilo fressen, echt. 40 Kilo sogar. Ich habe gerade mal 9 Kilo. Wobei, ich überlege mal gerade, was ist man, tut ja jetzt zusätzlich nur mehr Wasser rein, 30 Kilo. Und den Rest behalte ich mal. Weiß ich nicht. I can always use more food. Dem Gefrierschrank vielleicht irgendwas? Nö. Kann ich die Möbel zerstören? Nö. Du nervst. Noch einmal. So, meine liebe Community. Wie es in der Long Dark weitergeht und wie ich dann diese ganze Ortschaft praktisch den Erdboden gleich mache mit meiner Axt, weil die so viel Heizmaterial braucht und wir Holz brauchen praktisch 10 Amazonaswälder, dass sie wirklich endlich rauskommt mit der Sprache, wo Astrid ist und was sie gehört hat. Das seht ihr dann in der nächsten Folge von The Long Dark. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Taurus, aka Erwin. Ciao, ciao.